Also erstmal herzlich willkommen. Wir halten eure Namen so ein bisschen anonym auf euren Wunsch. Das ist ja ein Podcast, der ja auch ein bisschen ja eigentlich so in das Philosophische gehen soll. Vielleicht stellt ihr euch mal ganz kurz vor und warum wir euch zu dem Podcast eingeladen haben, hat ja auch einen Grund. Ich glaube, wir wollen ein bisschen über Henry reden. Genau. Also wir haben einen Sohn, der durch eine Impfung also schwer krank geworden ist und genau deshalb sind wir hier, um darüber zu reden. Darf ich noch deinen Namen ganz kurz? Claudia. Manfred. Ihr seid die Eltern und ja, wie ist es denn mit Henry gegangen? Also er war, glaube ich, ein halbes Jahr alt. Er wird jetzt 12 Jahre alt und mit 4 Monaten werden die Kinder zum ersten Mal geimpft. Wir wollten damals keine 6-Fach-Impfung, sondern eher weniger. Die Ärztin hat uns dann so Angst gemacht beim Impftermin, hat gesagt, er könnte an dies und jedem sterben und alle Kinder würden die Impfung gut vertragen. Und dann haben wir zugestimmt, also auf die Aussage, dass alle Kinder das gut vertragen, haben wir gesagt, okay, die Ärztin weiß das. Dann nach der ersten Impfung war alles in Ordnung. Dann war der Termin zur zweiten Impfung. Wir waren dort, er wurde zum zweiten Mal geimpft, 6-Fach-Impfung. Und wir waren daheim und kurz darauf fing er an zu schreien. Er hat nur noch geschrien, gespuckt, wie am Spieß. Also für mich war oder für uns war klar, das war jetzt die Impfung, weil vorher Kind hat zwar immer, wenn er Hunger hatte, hat er geschrien, aber ansonsten das liebste Kind überhaupt. Und er hat nicht aufgehört zu schreien. Wir sind dann abends noch ins Krankenhaus, ins Kinderkrankenhaus nach Stuttgart. Und die waren auch in heller Aufruhr, weil er auch so Hautausschlag hatte, so Petechien, so Einblutungen, wie gesagt, gespuckt, geschrien. Und die waren dann schon auch im Aufruhr. Und wir waren dann dort eine Nacht zur Beobachtung. Die konnten nichts feststellen. Und irgendwann war dann so kaputt vom Schreien, dass er dann aufgehört hat zu schreien und wir sind dann wieder nach Hause und was dann auffällig war, dass er sehr viel geschlafen hat und am Anfang so ganz leichte Zuckungen hatte, wo wir dachten, ja, sind irgendwie, da gibt es dieser Moro-Reflex bei den Kindern, haben uns zuerst noch nichts dabei gedacht und dann wurden die Zuckungen immer stärker. Und irgendwann waren es Krämpfe, also nicht zu übersehende Krämpfe. Und wir sind dann ins Krankenhaus und die machten dann EEG und wurde diagnostiziert BNS-Krämpfe. Und genau, und haben dann versucht, das mit Medikamenten einzustellen, dass diese Krämpfe aufhören. Das war für uns Eltern natürlich am wichtigsten. Weil einfach, wenn das Kind so leidet und nur noch am Krampfen ist, so alle paar Stunden so einen heftigen Krampf hat, war es für Eltern ganz furchtbar anzuschauen. Und also waren das so epileptische Krämpfe? Epileptische, oder? Genau, epileptische Anfälle. Das Blitz, BNS, also genau. Ja, einfach, das ist so eine Handbewegung, Zucken mit den Händen und mit dem Kopf, so typische Art von Anfälle. Und dann waren wir zuerst in Tübingen in der Uniklinik. Und die haben versucht, es dann einzustellen, haben verschiedene Medikamente getestet. Und wir waren dann dort auch in der Bibliothek, haben nachgelesen. Also es wurde dann als kryptogenes West-Syndrom diagnostiziert. Also kryptogen, weil man nicht, es gab keine Ursache, keine ersichtliche. Die meisten wissen nicht, was das bedeutet. Wie beschreibt man das, also die Krankheit? Also was sind genau so die... Also eben diese Art von diese BNS-Krämpfe. Mhm. Also epileptische Krämpfe? Es gibt verschiedene Sorten von epileptischen Anfällen. Und dieses West-Syndrom ist verbunden, also diese BNS-Krämpfe, die werden zusammengefasst unter West-Syndrom. Ich denke, weil man wahrscheinlich auch nicht genau weiß, also woher das kommt. Also es kann... Also ich bin jetzt keine Fachfrau, aber... Also wie damals, es wurde eben keine Ursache gefunden. Die haben das ganze Kind untersucht von oben bis unten. Es wurden keine Ursachen gefunden für diese Anfälle. Und deshalb kryptogen, dass man einfach hier nicht sagen kann, woher das kommt. Und dann irgendwann wurde ein Mittel gefunden, das hieß glaube ich Sabril damals, wo dann die Krämpfe aufgehört haben. Und wir wurden dann nach
zwei, drei Wochen wieder entlassen und waren dann daraufhin, haben uns, wenn wir in Stuttgart wohnen, in der Filderklinik weiter behandeln lassen. Und der Chefneurologe damals hat zu uns wörtlich gesagt, für ihn eindeutig einen Impfschaden. Und im selben Zuge meinte er, wir können uns Geld, Zeit und Nerven sparen, das anerkannt zu bekommen, weil das sowieso so gut wie nie anerkannt wird. Das waren also die Worte vom Oberneurologen von der Filderklinik. Und dann kamen wir über Umwege an eine impfkritische Gruppe. Und da hab ich verschiedene Bücher gelesen, unter anderem vom Dr. Krätz, der also identischen Fall beschreibt von einem Kind, das er behandelt hat und dann eben beschrieben hat, wie er homöopathisch dieses Kind behandelt hat, mit welchen Mitteln und immer so Schritt für Schritt die Entwicklungsstufe von dem Kind beschrieben hat in dem Buch. Und daraufhin habe ich da angerufen. Der hat uns auch relativ schnell dann einen Termin für uns gemacht, weil da normalerweise ziemlich lange Wartezeiten. Also wir hatten Glück, dass wir relativ schnell dort Termin bekam. Und also zu dem Zeitpunkt hat unser Sohn dann schon anderthalb, zwei Jahre dieses Medikament bekommen, also dieses antiepileptische Mittel, Sabril hieß es. Und also er war quasi wie ruhig gestellt. Also er war immer so im Halbschlaf, so im Dämmerzustand. Und wir kamen dann zu diesem Heilpraktiker, da war er circa drei Jahre alt und der meinte, dass wir dieses Antiepileptikum so schnell wie möglich ausschleichen sollten, um eben die Entwicklung von ihm, dass er sich weiterentwickeln kann, weil er quasi mit dem Mittel nur quasi ruhig gestellt ist, quasi die Krämpfe unterdrückt werden, aber eben auch das weitere Wachstum dadurch behindert wird. Und die Klinik hat uns abgeraten davon, das Mittel abzusetzen. Wir haben es dann aber trotzdem gemacht und waren erstaunt, wie er wacher wird, wie er einfach wieder aufwacht, wie er wacher wird. Er hat dann keine Anfälle mehr gehabt, nur so kleine Ticks, die dann aber ja dann relativ schnell dann auch verschwunden waren. Und also dieser Heilpraktiker hat uns dann mit verschiedenen Mitteln dann begleitet, sodass er jetzt seit drei Jahren medikamentenfrei ist. Auch noch Ersatz haben. Weil. Du willst auch einen Satz sagen? Nein, echt das andere. Noch kurz, also Diagnose war damals, dass die Kinder mit West-Syndrom circa 20 Jahre alt werden. Dass sie was? Dass sie 20 Jahre alt werden, weil sie an den Nebenwirkungen der Medikamente sterben. Das war damals, das haben wir nachgelesen in den Büchern in der Klinik. Das war also die Prognose, 20 Jahre, weil das Kind dann aufgrund von den Nebenwirkungen stirbt. Und deshalb sind wir Gott froh, dass wir diesen Heilpraktiker gefunden haben, der uns quasi mit uns das Mittel ausgeschlichen hat und uns homöopathisch begleitet hat. Erstmal, bevor ich auf die Homöopathie zu sprechen kommen möchte, wie ist es denn gefühlsmäßig, wenn man überhaupt in so einer Situation ist? Also, was denkt man so im ersten Moment, wenn das Kind plötzlich nach so einer Impfung, das war ja ziemlich direkt, ja. Noch am selben Tag oder war es dann so zwei, drei Tage? War am selben Tag. Am selben Tag? Am selben Tag, ja. Was geht da in einer Mutter vor, also auch vom Gefühlsmäßigen her? Also macht man sich Vorwürfe? Wie geht man auf die Ärzte zu? Also was ist so dieses ganze... Also erstmal einfach Panik. Meinem Kind geht's nicht gut. Panik, oder? Panik, ja, absolut. Man Panik. Ist schon im Schockzustand natürlich auch. Im absoluten Schock. Wir waren lange im Schockzustand. Wir wollten einfach nur, dass diese Anfälle aufhören, dass es unserem Kind wieder gut geht. Hilfe suchend überall und keiner konnte eigentlich wirklich helfen. Also erstmal Panik. Wie war die Gefühlsebene so der beratenden Ärztin? Also wie hat man das, wie hat man sich da bemerkbar gemacht oder hat man sich gar nicht bemerkbar gemacht bei der Ärztin? Hat man ihr Fragen gestellt oder was ging auch so geistig vor in diesem Verhältnis? Also wir waren eigentlich relativ allein gelassen. Also man hat versucht, irgendwie am Kind zu experimentieren, was hilft, was die Anfälle
beendet, aber man war relativ allein gelassen. Ja, man ist ja 100% beim Kind und muss ständig praktisch lässt, muss es beobachten, gucken, was ist mit ihm. Und da fehlt dann ja auch die Kraft für andere Dinge. Oder das kommt erst im späteren Prozess, der quasi den. Haben Sie denn die Ärztin mal dann kontaktiert, die geimpft hat? Genau, also ich habe dann, als ich wieder einigermaßen bei mir war, habe ich dann überlegt, also ich habe der Ärztin einen Brief geschrieben, ihr einfach geschildert, was passiert ist nach der Impfung und habe sie darum gebeten, dass sie den Eltern nicht mehr sagt, dass alle Kinder die Impfung gut vertragen, weil das eine Lüge ist. Um einfach auch, dass ihr einfach die Eltern auch aufklärt, dass es Impfschäden geben kann. Das steht ja auch auf dem Beipackzettel drauf in den Impfungen. Dieser Beipackzettel wird nur nie gezeigt. Also wir wussten nichts über Nebenwirkungen. Wir wurden nicht aufgeklärt, wurde nur gesagt, alle Kinder vertragen die Impfung gut. Wie gesagt, habe ich hier geschrieben, dass ich das in Zukunft bitte unterlassen soll, die Eltern hier quasi den Eltern zu sagen, dass alle Kinder die Impfung gut vertragen, weil unser Sohn hat sie nicht vertragen und wurde eindeutig von der Impfung krank. Hat sie da drauf mal reagiert? Sie hat dann Wochen später drauf angerufen und hat sich entschuldigt. Und das war's aber. Ich habe sie dann jetzt, es geht ja um wieder Impfungen, Corona-Impfungen. Dann habe ich sie vor ein paar Wochen angerufen, weil ich eine Impfunfähigkeitsbescheinigung haben wollte für unseren Sohn. Und weil sie ja damals ihn geimpft hat, dachte ich, sie ein Stück Verantwortung trägt sie auch, weil sie hat gesagt, alle Kinder vertragen es gut. Wurde dann aber abgewimmelt von wegen, ja, sie hätte das Kind nicht mehr gesehen seitdem und sie, also nicht bereit zu unterschreiben, dass unser Kind nicht mehr geimpft werden darf. Also hat er die Verantwortung vollkommen abgelehnt. Was denkt man in so einem Moment? Was denkt man? Also was erwartet man von Menschen? Also ja, man ist enttäuscht, ein bisschen wütend, aber also unser jetziger Kinderarzt hat es dann unterschrieben, weil er uns kennt und ja. Was denken Sie über die Ärzte heute? Also gibt es da eine große Initiative unter Ärzten, die auch das verweigern, Kinder so zu impfen? Also Sie werden ja wahrscheinlich sich mit dem Thema ziemlich stark beschäftigt haben. Haben die Ärzte daraus gelernt, dass es ja wirklich auch so extreme Fälle gibt? Oder haben Sie das Gefühl, das wird einfach nur unter den Teppich gekehrt? Also diese Ärztin, die ihn geimpft hat, hat sicherlich nichts daraus gelernt. Also ich denke, die meisten machen eben das, was vorgeschrieben ist. Dann kann ihnen auch nachher nichts vorgeworfen werden. Also die impfen, was die STIKO, die ständige Impfkommission empfiehlt. Dann sind sie rechtlich aus dem Schneider, weil wenn nachher ein Kind an Keuchhusten oder so stirbt und der Arzt hat gesagt, ich impfe nicht, dann ist dann unter Umständen ja der Arzt dran. Also ich denke, dass da viele Ärzte einfach auch Angst haben, belangt zu werden, wenn sie nicht das machen, was vorgeschrieben ist. Natürlich gibt es viele, die kritisch sind, wie dieser Dr. Scheel dahinter Ludwigsburg. Dem wollten sie ja die Kassenzulassung entziehen, weil er nicht impft. Und Patienten haben dann demonstriert vor der Kassenzulassung und daraufhin wurde ihm die Kassenzulassung nicht entzogen. Also es gibt dann schon auch sehr viele Leute, die hinter den Ärzten stehen, die kritisch sind gegenüber dem Impfen. Ja. Also wir haben gerade eine E-Mail vor einer Woche oder vor 10 Tagen bekommen aus Italien. Da ist es so, dass in Italien eine Impfpflicht ist für Kinder. Kinder bekommen da, glaube ich, bis zu 14 Impfungen. Und das Verrückte ist, es gibt auch eine Impfpflicht ab 65 gegen Grippe. Was auch scheinbar ein Indiz dafür ist, Ärzten nach in Italien, dass die auch mit dafür verantwortlich sein können, dass da die Zahlen so hoch waren an den Todesfällen von Corona. Was denkt man, wenn man jetzt so diese Situation, diese Zeit mitbekommt? Wir haben uns ja auf einer Demonstration kennengelernt und Sie waren da und wir haben uns dann kurz kennengelernt und dann ist dieses Gespräch zustande gekommen. Wie fühlt man sich in so einer Situation, wenn man so ein
massiven Schaden hat und der ja auch als Mutter und als Vater, glaube ich, emotional einen das ganze Leben lang begleitet. Wenn man dann so die Dinge beobachtet, die gerade so in Deutschland stattfinden. Also ich finde es sehr schwierig, als es uns damals passierte, hatten wir viel Kontakt zu anderen Familien, die das ja alles mitbekommen haben in Mutter-Kind-Gruppen oder Eltern-Kind-Gruppen, im Freundes-Bekanntenkreis, Familie. Und ich habe es allen erzählt, habe allen gesagt, passt auf mit Impfungen. Und muss ehrlich sagen, alle haben ihre Kinder geimpft, obwohl wir gesagt haben, guckt, was uns passiert ist, prüft mal, was alles passieren kann. Und es war dann schon irgendwie auch ein bisschen frustrierend, also damals jetzt und jetzt, ja, heute mit der Impfung. Ich denke, die Regierung, die Pharmaindustrie, die macht so viel Angst, dass die Leute einfach wie blind da reinrennen und denken, diese Impfung ist jetzt der Heilsbringer. Und also ich finde es sehr, sehr schwierig, die Menschen da aufzuklären, aufzuwecken, dass sie mal kritisch das hinterfragen, weil viele so gläubig sind und sich nicht vorstellen können, dass Impfungen nichts oder gefährlich sein können. Wenn Sie jetzt heute nochmal einen Sohn oder eine Tochter hätten, was Sie jetzt nicht haben, also Henry ist das einzige Kind, wie würden Sie da mit den Impfungen vorgehen? Also bei uns wurde keiner mehr geimpft seitdem. Also auf keinen Fall impfen. Also ich kenne auch viele, durch neue Kontakte, viele Familien mit Kindern, die komplett ungeimpft sind. Und die sind sowas von gesund und sowas von, haben eine andere Ausstrahlung, meine ich jetzt, als Kinder, die jetzt, ja. Jetzt ist ja Henry mit etwas behandelt worden, was in Deutschland gerade extrem zerrissen wird. Also von Talkshows bis hin zu Comedy-Sendungen, aber auch, mir fällt da zum Beispiel auch ein, jetzt gerade letztens habe ich einen Podcast von Mai Ling gesehen, vielleicht den stärksten Podcast in Deutschland macht, MyLab, die also auch wieder die Homöopathie komplett zerrissen hat. Wieso fällt es der Ärzteschaft so schwer, an etwas auch festzuhalten, was sie selber vielleicht nicht verstehen können, aber was einfach trotzdem ja nachweislich hilft? Ich glaube, da ist ja Henry dann auch ein Beispiel für. Warum glauben Sie, ist das so? Also ist das, dass die Heilpraktiker so niedergemacht, so zerrissen werden? Weil die Pharmaindustrie so wenig dran verdient. Also ist gerade an den Impfungen. Es gibt ja die Pharmaindustrie verdient an Medikamenten, Impfungen viel mehr als an homöopathischen oder natürlichen Mitteln. Da steckt der Profit dahinter, meiner Meinung nach. Was wurde denn bei Henry gemacht, also mit homöopathischen Mitteln? Also was hat ihm denn schlussendlich geholfen? Also er bekam halt, also der Homöopath ist ein klassischer Homöopath, der einfach schaut, also miasmatisch schaut, also wie die Miasmen, also die Grundtypen, hat er genau analysiert und bis zu den Großeltern, also unsere Großeltern, Henrys Urgroßeltern, und hat dann genau, also nach gewisse Zeit lang das Mittel gegeben und wir haben dann genau beobachtet, wie er darauf reagiert, wie sich sein Verhalten ändert. Und er meinte auch, also wenn irgendwelche Anfälle wieder auftreten würden, dass es für jede Art von Anfälle dann auch das entsprechende Mittel in Verbindung, also mit dem Kind speziell gibt. Und so haben wir über Jahre lang immer dann das nächste Mittel, die nächste Stufe quasi, um eben auch diese Impfgifte, dieses Aluminiumhydroxid, teils noch Quecksilber, das dann in Thiomersal umgenannt wurde, aber das ist tatsächlich noch Quecksilber drin, wie die Schwermetalle auch wieder ausgeleitet werden aus dem Körper. Also im Grunde war das Wichtige, im Grunde erstmal den Körper zu reinigen und also dann... Genau, auszuleiten und einfach auch das Kind, das Immunsystem oder das Kind also zu stützen. Mhm. Also um eben auch die Selbstheilungskräfte. Wie viele Jahre hat das gedauert, bis sich das alles so gebessert hat? Ja, also so richtig gebessert. Also wir sind immer noch dabei, weil also wir hatten gehofft, dass das Gehirn sich
also wieder voll regeneriert, was jetzt aber nicht der Fall ist, leider. Wie lange weiß und man das? Bitte? Wie lange weiß man das, dass das nicht der Fall ist? Also bestehen immer noch Chancen, aber er ist einfach ja, von der Entwicklung her immer noch recht weit zurück. Mhm. Was ja, heißt das? Einfach. Ja, also ich hätte ihn jetzt so vom Verhalten auf 6 oder 8 geschätzt. Ne? Ja, circa. Ja. Mhm. Also das heißt, also er hat im Grunde 6 Jahre seines Lebens verloren. Ja, einfach in der wichtigen Phase, Entwicklungsphase, war einfach ruhig gestellt durch diese Antiepileptika. Mhm. Aber das. Kann das sein, also dass die Impfung erstmal nur diese epileptischen Anfälle ausgelöst hat und dann hinterher die Medikation dann eigentlich die Folgeschäden? Oder denken Sie, dass beides schon also gleich beides, Schaden? Beides. Also wir haben es auch schriftlich, also frühkindliche Hirnschädigung durch die Impfung, also haben wir auch schriftlich. Er hat gewartet. Er hat gebimmelt. Und diese Medikamente, diese Antiepileptika, also war sicherlich auch nicht zuträglich, weil eben das Gehirn einfach ruhig gestellt war. Und in einem Alter, wo die Entwicklung ja also extrem schnell vorangeht und da das einfach dieses Zeitfenster war dadurch ungenutzt. Was haben Sie denn für ein Gefühl? Also was ich mir als Frage stelle, es besteht ja auch eine kleine Chance, wenn er jetzt sozusagen noch so in diesem Modus eines 6-Jährigen ist, also auch vom intuitiven Lernen zum Beispiel her. Also das als 6-Jähriger lernt man ja viel intuitiver und viel schneller als zum Beispiel als 12-Jähriger. Da ist man dann ja doch schon sehr rational und es geht alles langsamer voran. Kann man das nicht vielleicht nutzen in einer Art, die Talente noch irgendwie zu fördern und so weiter? Oder liegt das einfach daran, dass er natürlich auch sehr unruhig ist und sehr wenig sich konzentrieren kann? Also es ist auch die Schwierigkeit, die richtigen Leute oder Therapeuten zu finden. Und momentan gerade in der Schule, also wir machen Inklusion, also in einer Regelschule, eine Inklusionsklasse mit Sonderschullehrer und das steht und fällt auch immer mit den Menschen. Muss man klar sagen, wie weit die sich da auskennen und gewillt sind, hier über die normale Lehrertätigkeit rauszugehen. Also wir wollen jetzt therapeutisch wieder weitermachen. Also machen wir sowieso mit Logopädie, dies und jenem, aber so der wirkliche Durchbruch, den haben wir noch nicht. Okay. Erzielt. Also man ist praktisch allein gelassen, man kriegt keine Hilfe, man kriegt keine, also der Staat hat im Grunde etwas gefördert, die Ärzte haben es umgesetzt und im Endeffekt ist man alleine mit den ganzen Problemen, die man dann zu tragen hat. Genau, und also wir haben dann auch versucht, den Impfschaden anerkannt zu bekommen, obwohl dieser Arzt uns gesagt hat, es ist so schwierig, wir sollen uns die Zeit, Nerven, Geld sparen. Also wir sind auch bis jetzt noch nicht durchgekommen. Sie haben dann eine Klage eingereicht, oder? Genau, wir haben einen Antrag eingereicht beim Versorgungsamt, wurde abgelehnt, also wird immer abgelehnt. Widerspruch eingelegt und wir müssten jetzt eigentlich klagen. Also wir hatten auch eine Rechtsanwältin, die uns immer so ein bisschen auf Distanz gehalten hat. Es gäbe noch Studien aus USA, die Gefährlichkeit von Aluminium beweisen würden, dass wir noch ein bisschen warten sollen. Also das hängt, das schwebt alles. Und was uns auch nicht gesagt wurde, also normalerweise muss der Impfarzt oder Krankenhaus einen Impfschaden melden. Und das hat uns auch niemand gesagt. Wir haben es dann selber gemacht. Also ist vorgeschrieben gesetzlich, wenn das nicht gemeldet wird, kann die Person oder dieser Arzt eine Geldstrafe von bis zu 25.000 Euro bekommen. Also es ist vorgeschrieben, das zu melden. Aber das wird auch, also wir wussten es nicht, uns hat es keiner gesagt, das Krankenhaus hat es nicht gemeldet. Und von dem her denke ich auch, dass die Dunkelziffer sehr viel höher ist als das, was beim Robert Koch. Wie sind denn Impfschäden so in der Gesellschaft organisiert? Also gibt es da Verbände, gibt es da Eltern, die sich zusammengetan haben? Haben Sie Kontakt zu den Eltern, die... Also es gibt Verbände. Da gab es aber auch Streitigkeiten innerhalb. Also wir sind da zwar Mitglied, aber da kam eigentlich auch relativ wenig Hilfe. Und nee, also man ist eigentlich ziemlich auf sich allein gestellt. Haben Sie mal intensiv mit anderen Eltern geredet,
denen Ähnliches passiert ist? Nee. Also Hans Tolzin macht immer oder hat immer Impfsymposien gemacht, wo sich also wo ich in Kontakt gekommen bin mit Leuten, die auch, also Impfschäden. Genau, also da bei diesen Impfsymposien hatte ich einige Gespräche mit also impfgeschädigten Eltern, Eltern von impfgeschädigten Kindern oder selber Impfgeschädigte. Und die zum Teil, also die eine Frau, die hat mir auch Fotos gezeigt von ihrem Sohn, als er klein war und dann nach der Impfung. Und die hat 18 Jahre lang vor Gericht gekämpft, um das anerkannt zu bekommen. Und hat mir auch Geschichten erzählt, dass dann teils nahe Unterlagen gefehlt haben, also wichtige Unterlagen, die dann plötzlich weg waren bei Gericht. Also es wird versucht, ja. Und da ein Hammer ist, find ich auch noch, dass die Pharmaindustrie streicht die Gewinne ein, wenn ein Impfschaden anerkannt wird, zahlt der Steuerzahler, also der Staat, das quasi wie so oft. Die Profite werden von der Industrie einkassiert und wenn ein Impfschaden entsteht, der anerkannt wird, dann zahlt der Schaden, zahlt der Staat, also der Steuerzahler. Was sind Ihre Ängste, und das vielleicht mal an Ihren Mann gerichtet, was sind die Ängste jetzt zum Beispiel in dieser Corona-Krise? Ich meine, das betrifft ja alle, also in dem Fall auch Henry, aber auch Sie, wenn ein Bill Gates in den Nachrichten sagt, 7 Millionen Menschen müssen geimpft Milliarden, werden. Milliarden. 7 Milliarden Menschen müssen geimpft werden. Dass also praktisch jeder geimpft werden soll. Was denkt man da, nachdem man sowas erlebt hat? Mit mir nicht. Ja, man nimmt das schon, wenn man das alles so beobachtet, muss man schon das ernst nehmen, diese Versuche, dass es tatsächlich zu einer Situation kommen kann. Man hört zwar auch, Impfzwang wird es nicht geben, aber es gibt auch diese Sache mit diesem indirekten, quasi der indirekte Druck. Wenn man nicht geimpft ist, darf man das und das nicht machen. Dann entsteht doch ein hoher Druck, sich zu impfen. Und da sind schon unsere Ängste da, dass, weil wir da wollen das auf keinen Fall, eine Corona-Impfung. Das würden Sie also rigoros auch verweigern und deswegen auf sind keinen Sie auch Fall. Auf keinen Fall. Also ich gehe vorher ins Gefängnis oder verliere meinen Job, ist mir egal. Also ich habe ja daraufhin, weil ich die Tendenzen gesehen habe, habe ich dann für unseren Sohn eine Impfunfähigkeitsbescheinigung vom Kinderarzt und für uns beide auch vom Hausarzt unterschreiben lassen, eine Impfunfähigkeitsbescheinigung, in der Hoffnung, dass im Extremfall dass sowas anerkannt wird, aber bei der derzeitigen Entwicklung bin ich mir nicht sicher, ob solche Dokumente anerkannt werden. Nochmal auf dieser Gefühlsebene. Wie fühlt man sich, wenn man einfach so hoffnungslos alleine gelassen wird und dann hört man die Reden von der Kanzlerin, von einem Gesundheitsminister, der einfach sagt, wir impfen alle und es gibt ja überhaupt keine Expertise, wie das Zeug wirkt. Also vor allen Dingen zum Beispiel auch auf Henry. Es gibt ja nicht nur Henry, ist ja nicht das einzige Kind, was vorgeschädigt ist. Also wie sind da die Emotions... Also ich finde es vollkommen verantwortungslos. Ist gerade mit diesem Corona-Impfstoff, das sind RNA-Impfstoffe, also Nanopartikel, die in die Zelle reingehen, die Zelle, das Erbgut der Menschen verändern kann. Man weiß gar nicht, was dieser Impfstoff macht. Und kaum getestet, wird jetzt schon an Menschen getestet. Also ich finde es vollkommen unverantwortlich. Und also wenn es einen Impfstoff gäbe, würde ich vorschlagen, zuerst kommt Bill Gates dran und seine Familie und dann der Herr Spahn, dass die alle erstmal an denen der Impfstoff getestet wird. Und dann kann man mal 5 Jahre warten, gucken, wie es denen geht. Und dann würde ich vorschlagen, dann kann man den Rest der Bevölkerung impfen. Aber zuerst mal die ganz laut schreien, die wären für mich die Ersten, die geimpft werden. Die Frage, die ich mir dabei immer stelle, ist, zählen die überhaupt zu diesen 7 Milliarden dazu? Ne? Eben nicht. Da sind ja noch ein paar Millionen, die wir über diese 7 Milliarden sind. Und da frage ich mich ganz einfach, welche diese Millionen sind, weil auch Herr Gates weiß, dass wir mittlerweile mehr als 7 Millionen Bürger auf dieser Erde sind. Ne? Aber nochmal vielleicht zu den Impfungen. Wir haben ja auch gesehen, dass und da wollte ich Sie auch mal fragen, ob Sie sich da vielleicht ein bisschen mit beschäftigt haben,
Es gab ja auch Impfungen von der Bill und Melinda Gates Stiftung in Indien und in Afrika, wo auch massive Schäden scheinbar entstanden sind, die ja auch scheinbar an die Öffentlichkeit gekommen sind, aber auch wie ihr Fall ja eigentlich so ein bisschen verdeckt bleibt. Haben Sie sich da mal so ein bisschen mit beschäftigt oder haben Sie da auch eigene Recherchen in Ihrem Netzwerk hören können, was da dran war und wie da die Folgeschäden waren? Also ich habe halt mitgekriegt, dass in Afrika dieser Tetanus-Impfstoff verimpft wurde an Frauen, wo dieses Mittel, also ein Faktor drin war, der unfruchtbar macht. Und ich glaube auch in Indien, ich glaube Kinderlähmung, wo dann nach der Impfung vermehrt Fälle von Kinderlähmung aufgetreten sind, eben durch die Impfung. Und also, dass das ja auch Indien die Zusammenarbeit mit der WHO beendet hat und auch mehrere Ärzte in Indien gegen Bill Gates klagen. Also das habe ich so am Rande mitbekommen. Aber es scheint sich ja... Aber da redet man in dem Netzwerk nicht drüber. Also Sie sind jetzt nicht aktiv. Nee. Also ich denke, dass das viele, die jetzt impfgeschädigte Kinder haben, auch einfach mit dem Alltagsleben gucken. Also wir sind beide berufstätig. Kinderbetreuung... im Prinzip ist man so viel auch mit dem eigenen Leben, mit dem Organisieren beschäftigt. Eine Minute, weil ich kann. Eine Minute nur noch, okay. Jetzt stelle ich die allerletzte Frage. Oder man schaut ja auch nach vorne und ja, er hat jetzt keine Anfälle mehr und ja. Es geht ihm soweit gut, ist ein glückliches Kind so. Ja. Man muss, dann ist es irgendwann für einen auch so die Normalität. Also ja. Wobei ist. Ja, es gab schon Phasen, als ihm so schlecht ging, also wo man sich dann wirklich, wo ich mir überlegt habe, halte ich das noch aus? Also wo man einfach wirklich an seine Grenzen kommt und... Henry, die letzte Frage kommt jetzt an deine Eltern. Und dann sind wir auch fertig mit dem Thema. Vielen Dank, dass du so lange durchgehalten hast. So. Und zwar, was wünschen Sie sich jetzt? Also wie sehen Sie die Zukunft? Also für Henry, für sich, für Sie als Familie, aber auch so in dem größeren Umfang, was das Impfen angeht? Also Impfen muss eine freie Entscheidung sein für jeden. Und zwar muss eine objektive Aufklärung über die Vorteile, Nachteile von der Impfung muss dargelegt werden, was ist in den Impfstoffen drin. Und muss klar gesagt werden, was passieren kann. Und dann müssen die Menschen die Entscheidung selber treffen dürfen, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht. Aber das bedeutet ja eigentlich, dass man Kinder gar nicht mehr impfen darf, sondern dass man erst impfen darf ab dem 18. Lebensjahr. Ne? Da haben ja die Eltern dann die Entscheidung. Das sind die Kinder einfach dann von ihren Eltern abhängig. Also das ist klar, entscheidende Eltern für ihre Kinder. Aber das ist ja auch etwas, was eigentlich dann... keine wirkliche Entscheidung von dem Menschen ist, der geimpft wird. Ne? Okay, aber zumindest von Eltern und nicht von Bill Gates oder von Herrn Spahn. Okay. Also das kann überhaupt gar nicht sein, dass das vorgeschrieben wird. Also schon die Masernimpfpflicht ist ein Ding der Unmöglichkeit in der Demokratie. Also vollkommen undemokratisch für mich. Jeder muss selber entscheiden dürfen. Vielleicht noch ganz zum Schluss, was wünschen Sie sich für Henry und für die Familie? Ja, dass wir einfach... weitergehen und unser Leben meistern zu dritt, dass wir trotzdem so viel Freude und Glück erleben wie möglich. Und über jeden Fortschritt freuen, über Fahrradfahren macht es ganz toll, dass man einfach sich über jeden kleinen Fortschritt freut. Echt? Fährst du gerne Fahrrad? Ja. Ja, ich auch. Ja, dann vielen, vielen Dank für das tolle Interview und auch wenn es jetzt ein bisschen unruhig war und es nicht ganz so einfach war, Fragen zu stellen. Aber ich glaube, es ist trotzdem das rausgekommen, was wichtig war. Nämlich, dass wie hilflos man eigentlich ist in so einer Situation wie alleingelassen. Und das tut mir auch wirklich leid. Da muss ich wirklich sagen, als Demokrat und als Bürger, auch der in Deutschland geboren ist, finde ich das eigentlich eine Schande. Muss man ganz klar sagen. Das ist mal einfach mein Resümee an diesem netten Gespräch. Und tut mir wirklich auch extrem leid, dass das so viel Leid in eine Familie bringt. So ein Zwang und auch sowas, was
ja, was ein ganzes Leben eigentlich durcheinander bringt. Ne? Nicht nur eins, sondern eigentlich drei Leben durcheinander bringt. Ja. Und da wünsche ich euch alles, alles Gute. Vielen Dank, euch auch.